So, und jetzt hoffen wir, dass alles klappt. Sieht erstmal so aus. Und das, was wir sehen, ist Out for Revenge in Schwarz und Digital Sports in Weiß. DCG. Guter Ball von DCG auf die linke Seite zu René. Hat ein bisschen Platz. Der Abschluss von René. Paul muss das erste Mal zulangen. Erol steckt den durch. Toni, schöner Doppelpass auf Marc nochmal. Legt den links raus. Gut gesehen. Ray ist da. Lupferversuch. Und dann ist der Ball bei Berisha. Marc. Toni gut durchgesteckt. Chance durch Not Memo. 1:0. Out for Revenge. Also, auch gegen Digital machen sie ihren Treffer. Last Torres in die Beine von Take Easy, aber OFR holt sich den Ball wieder und jetzt kriegen sie vielleicht die nächste Chance. Not Memo macht das gut und Zambi blockt den Abschlussversuch ab. Out for Revenge in dieser 36. Minute. Die jetzt hier die Ecke haben. Erol, Rückraum gespielt. Toni, guter Ball. Zambi holt sich den erstmal. Ray Sports. Weiter und sie sind nach wie vor im Spiel und das ist ein klasse Ball raus von DCG auf René und Paul zum zweiten an diesem heutigen Abend. Setzt sich da wieder durch. Also da sind sie vom Ideenreichtum ein bisschen besser bestückt, die Jungs von Out for Revenge. Marc, wieder ein guter Ball, Herr Damaggio. Kreative Momente zu erschaffen, wie jetzt über Topmaster vielleicht. Der setzt sich da immer noch durch, nochmal im Rückraum, diese G, dann ist Platz für Incredible Eye und Herfield vor Topmaster wieder. Angriff fortzusetzen und jetzt sind sie ihrerseits schon wieder im 16er von Digital. Not Memo macht das wieder gut, fällt und es gibt Strafstoß. Fährt von Revenge in dieser 71. Minute. Das geht okay und das geht auch okay. 2:0. Not Memo, Doppelpack. Out for Revenge. Bitter in diesem Moment, da Digital Sports eigentlich besser drin war jetzt im Spiel. Also wenn man die Halbzeiten vergleicht. Tegesi, jetzt ist mal Platz dafür Digital. Über die linke Außenbahn viel, viel Platz für René. Was macht er jetzt draus? Einzige Einsituation. Ballrolle nochmal in Incredible Eye. Doppelpass, DCG immer noch im 16er. Und dann sind schon wieder zwei Leute bei ihm. Er löst trotzdem gut. Und dann nicht der Treffer und doch der Treffer. Lipico setzt nach. Lipico setzt nach für Digital Sports und macht den Anschluss. Das wird heute nicht werden. Zambi. Und sie versuchen sich mit aller Macht und allem Kampf da durchzubeißen, die Jungs von Digital. Take Easy nochmal, kriegt er den durch, Topmaster abgeblockt. Und da wird Out for Revenge alles abverlangt. Marc, beim Einwurf. Und wenn sie es gut anstellen, dann bringen sie die drei Punkte nach Hause. Out for Revenge, denn jetzt ist richtig viel Platz da für natürlich Not Memo, macht das gut. Ballrolle am Torwart vorbei und dann scheitert er am Innenverteidiger. Freistoß. Out for Revenge und dann wird es das gewesen sein. Hoher Ball Richtung Tor. Und das war's.